drei Tage gab es so ziemlich alles zum Thema Wohlfühlen zu erfahren. Und dies in einem Leobner Zentrum mit dem Namen Raum Impuls der Zeit. Was genau verbirgt sich dahinter? Es ist ein Wohlfühlzentrum geworden und man kann sich auch wohl fühlen bei all den Ausstellern, die wir hier vereint haben. Und was für Aussteller, was für Produkte findet man heute vor? Es gibt ganz verschiedene Produkte, so wie vom Essen zu energetischen Produkten, Gesundheitsprodukten, ganz viele und auch unser eigenes Produkt aus dem Hause. Jetzt kennt man diese Räume als ehemaliges Elektrounternehmen. Wie kommt man eigentlich überhaupt dazu, sich auf diese Wohlfühlebene zu begeben? Indem man das Verständnis für Elektrosmog hat. Und ich habe von Elektrosmog her ein Produkt entwickelt und nachdem alles Schwingung ist, kommt man auch auf diese Schwingung des Wohlfühlens. Aber nicht nur mit reichlich Lektüre. Auch persönlich wurde der Besucher zum Thema Wohlfühlen vom Kopf bis Fuß beraten. Ich vertrete eigentlich die Firma Biostimo und der hat sich spezialisiert auf Softlaserbehandlungen, sprich Rauchentwöhnung oder Abnehmen. Also für Heißhungerattacken, da kann man das wunderbar verwenden, diese Methoden. Und auch Mentaltraining und Bewegungspraxis, sage ich jetzt einmal. Ich präsentiere Yoga, ich bringe den Leuten Yoga näher, sodass die Leute einmal ein bisschen einen Einblick bekommen, was ist Yoga. Ich zeige hier Shiatsu, ich bin Shiatsu-Praktiker. Shiatsu ist eine Form der Körperarbeit, die traditionell aus Japan kommt, arbeitet auf dem Hintergrund der traditionellen chinesischen Medizin, also verwendet die Punkte, Meridiane der Akupunktur, den ganzen Hintergrund, Wandlungsphasen, Yin-Yang-System als Basis. Ziel der Behandlungen ist es, einen Ausgleich im Organismus zu erreichen, dass einfach alles besser harmoniert. Ja, bei mir eben, wie es draußen steht, Handlesen, also nicht in traditioneller Hinsicht, sondern genau zwischen den Schnittpunkten, den Synapsen unserer Blutgefäße in den Fingern. Mit den Fingergelenken erkenne ich eben mitunter, wenn es gelingt, Schwachstellen wie eben Drehschwindel, Magenbeschwerden oder Osteosporose. Oder man kann sich hier mit dem Kartendeck der Heilengel, das auf dem Kartendeck der Angela Neuner aus dem Jahre 1809 basiert, eben die momentane emotionale Befindlichkeit zeigen und deuten lassen. Oder mit meinem Porzellanschädel, der beim Hineinblicken durch die Augen, durch den Perlmuttglanz an der Hinterseite des Kopfes Befindlichkeiten auch aufzeigt. Ich arbeite mit Smoogies schon seit vorigen Jahren. Und so wie es auch präsentiert worden ist, Smoogie mich bewegt. Es hat mich jetzt die drei Tage sehr, sehr bewegt. Es waren tolle Momente. Tolle Momente in dem Sinn, dass viele Leute gekommen sind, die teilweise Smoogie schon kennt haben. Aber die ganzen Anwendungen, die Smoogie wirklich bietet, einfach leider Gottes nicht kennt haben. Was wird sonst in diesem Zentrum das ganze Jahr angeboten? Wir bieten hier Seminare, Workshops, Vorträge in verschiedensten Richtungen an und geben Menschen die Möglichkeit, sich hier zu präsentieren und hier die Räume zu mieten. Drei Tage, die Einsichten und Aussichten zum Thema Wohlfühlen den Besucher näher bringen sollte.